Falls ihr das mal machen wollt, holt nicht Grödel, sondern holt euch wirklich richtige Steigeisen. Weil bis zu dieser Randkluft hier, boah Alter, das sind einfach 5 Meter tief gewesen gerade. Ja, auf jeden Fall, dieser Gletscherteil da ist mit Steigeisen einfach so viel leichter. Es hat nach oben bestimmt schon so eine Stunde gedauert. Und wie gesagt, vor allem hier, falls ihr Höhenangst habt, Hauptsache erstmal rausrutschen hier, ne? Muss man über diese 5 Meter-Schlucht darüber springen und sich dann erstmal hochklettern. Ich weiß nicht, ob es im Juni vielleicht nicht so schlimm ist, weil der Gletscher noch nicht so krass geschmolzen ist. Aber wurde einem schon ein bisschen schlecht, wenn man runterguckt. Ich kenne das, wenn man Höhenangst hat und runterguckt und einem ein bisschen schlecht wird. Das hatte ich aber nicht. Weil wenn man hier einfach runterguckt, das ist alles so, so krass schön. Aus unserer Gruppe gab es auch welche, die ohnmächtig geworden sind oder die Kreislaufprobleme bekommen haben und richtig schlecht wurde. Manche haben auch die letzte Gondel verpasst. Deshalb, auch wenn man fast stirbt, kann ich das nur empfehlen. Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert und jeder, der mal nicht nur so einen Strandurlaub machen will, geht zur Zugspitze hoch.